Der gestrige Tag hat ziemlich klar gezeigt, dass wir derzeit einen Tanz auf der Rasierklinge erleben bei den Aktienmärkten. Und das hat vor allem zu tun mit erstens Optionen und zweitens Optionen auf besondere Aktien, wie zum Beispiel Apple und Tesla. Wir haben gestern ja gesehen, dass diese beiden Aktien eine immense Volatilität an den Tag gelegt haben. Tesla zwischenzeitlich minus 15%, im Minus auch Apple relativ deutlich im Minus, dann aber wieder deutlicher erholt. Was passiert da? Das versuche ich jetzt mal ein bisschen zu beleuchten, und faktisch passiert, um vielleicht mal eine kleine Vorausschau zu geben, das, was genau umgekehrt noch im März passiert ist. Im März brauchten alle Absicherungen nach unten, als die Kurse fielen. Man musste seine Depots absichern für diesen Kursverfall, und jetzt brauchen alle Absicherungen nach oben. Warum das so ist, versuche ich gleich zu zeigen. Zunächst mal aber haben wir 9 Tage, Handelstage in Folge, jetzt ein neues Allzeithoch. Das ist die viertlängste Strecke in die Geschichte. Länger ging es nur Ende der 90er Jahre. Da haben wir wieder diese Analogie zu Ende der 90er Jahre. Aber gleichzeitig, obwohl wir gestern beim S&P 500 wieder mal ein neues Allzeithoch gesehen haben, sehen wir, dass die Volatilität gemessen am VIX weiter steigt. Also wir sehen, dass hier die Schwankungsbreite offenkundig zunimmt. Und das ist für viele ein Problem, vor allem für diejenigen, die auf Calls sitzen, die also eigentlich auf steigende Märkte wetten. Aber jetzt steigen diese Märkte, aber ihre Option steigt nicht so wirklich mit, denn wenn die Volatilität ansteigt, dann ist das wie eine Handbremse bei einem Call, dann läuft die Option nicht so wirklich mit, und das hat durchaus Konsequenzen. Schauen wir uns hier nochmal diese History an. Wir hatten, wie gesagt, Ende der 90er Jahre eine Aufeinanderfolge nicht nur von neuen Allzeithochs, sondern auch von hohen VIX-Ständen, also von erhöhten Volatilitätsständen. Das tritt jetzt auch auf. Wir sehen, dass der VIX scheinbar hier ausbricht, also die Wohlererwartung für die Aktien im S&P 500 in den nächsten 30 Tagen. Wir sehen, dass hier der Abwärtstrend des VIX gebrochen ist und möglicherweise hier eine größere Bewegung bevorsteht. Wir sehen, wie schnell das geht. Wir waren jetzt Mitte, Ende August noch im Bereich 21, 22 beim VIX, sind jetzt über die 26er Marke geklettert. Und es ist so, dass der VIX ja als Future auch gehandelt wird, und jetzt gibt es jeden Monat oder gibt es fortlaufende Monats-Futures, und wir sehen, dass die Futures, die etwas später auslaufen, nämlich um die US-Wahl herum, dass hier die Volatilitätserwartung besonders hoch ist. Das heißt, die Märkte spüren schon untergründig so ein bisschen den Schatten der US-Wahl. Das sorgt schon für Nervosität, erhöht die Volatilität, vor allem die man für die Zukunft annimmt, aber jetzt eben auch schon in der Gegenwart. Und wie gesagt, da gibt es jetzt praktisch einen Massenansturm auf Call-Optionen in den letzten Tagen und Wochen. Und diejenigen, die diese Calls kaufen, die haben recht mit ihrer Kursprognose, aber die Option selber gibt das nicht her. Das heißt, die Kurse laufen bei den Optionen nicht wie bei den Aktien zum Beispiel, auf die man gewettet hat. Wir sehen das hier zum Beispiel typisch mal vorgeführt bei einer Apple-Aktie. Hier sehen wir die implizite Volatilität. Die schießt nach oben. Was heißt das? Das heißt, wir haben jetzt gesehen, dass viele eben diese Calls gekauft haben. Wenn Sie jetzt ein Broker sind, ein Anbieter solcher Optionen, dann ist für Sie immer eine Situation optimal, wo es praktisch keine Risiken für Sie gibt. Das bedeutet, wenn es ein Gleichgewicht gibt zwischen Calls und Puts, also praktisch von Wetten auf steigende und Wetten auf fallende Märkte, wenn diese Wetten ausgeglichen sind. Jetzt wollen aber immer mehr diese Calls kaufen. Jetzt hat ein Broker zwei Möglichkeiten. Entweder er findet Verkäufer, die auf Calls sitzen, die ihm also praktisch diese Calls zur Verfügung stellen, die man dann als Broker weiterverkaufen kann. Oder man muss sich absichern, indem man die Aktie selber kauft, wie zum Beispiel eine Apple. Das heißt, die Broker waren dann oft gezwungen, wegen dem Gamma, wie sich das in dieser Fachsprache nennt, eben die Aktie von Apple selber zu kaufen. Und das erklärt ein Stück weit die Kursbewegungen, die wir hier sehen, diese sich selbst verstärkende Rallye, die allerdings jetzt mit steigenden Risiken einhergeht. Wir sehen hier, dass diese Optionstrader sehr, sehr kurzfristig unterwegs sind. 75% dieser Optionen sind kurzfristig, haben also weniger als 2 Wochen Laufzeit noch. Das heißt,
da ist ein gewisser Druck vorhanden, weil eben die Geschichte ausläuft. Und wir sehen, dass wir jetzt eine Kombination haben zwischen dieser Manie in Optionen und auf der anderen Seite eine sehr, sehr geringe Marktliquidität. Das heißt, diese Optionen, die sind schon wirklich ein Faktor in einem dünn liquiden Markt. Das darf man nicht unterschätzen. Wir sehen, dass jetzt in dieser geringen Liquidität seltsamerweise Geld aus Tech-ETFs abgezogen wird, wie zum Beispiel hier aus dem VUG, ein Vanguard-ETF oder auch ein ähnliches von iShares. Also wir sehen, dass eigentlich jetzt Geld aus Tech deutlich rausgeflossen ist aus ETFs, während auf der anderen Seite massiv Calls gekauft werden auf diese Tech-Werte. Und das heißt, da sind einige wahnsinnig spekulativ unterwegs. Die glauben, jetzt kommt nochmal die richtige Sause. Und die zwingen teilweise die Broker dann diese Geschichte mitzugehen, indem die das Underlying kaufen müssen, also zum Beispiel eine Apple, wenn diejenigen Apple-Calls kaufen. Und so verstärkt sich eine Situation, die, wie gesagt, so ein bisschen das Gegenteil ist wie im März. Im März, da gab es eine riesige Nachfrage nach Put-Optionen, um bestehende Long-Depots abzusichern. Wenn aber die Nachfrage groß ist, dann steigen die Preise. Und genau das passiert jetzt auch. Das heißt, wir sehen aufgrund dieser Nachfrage einen Anstieg der Preise. Das wiederum reduziert die Performance derjenigen, die bereits gekauft haben. Und das ist also ein etwas merkwürdiges Spiel, das so schnell eben auch ins Gegenteil sich verkehren kann, wie wir es im März gesehen haben. Alle brauchten Absicherung nach unten. Was passierte? Dann drehten die Kurse nach oben. Jetzt brauchen alle Absicherung nach oben. Und dann wäre es nicht untypisch, wenn die Kurse nach unten drehen würden. Zumal wir beim Nasdaq jetzt 33% über dem 200-Tages-Durchschnitt sind. Und beim S&P 500 mit 83, beim RSI, beim relativen Stärkeindex, den höchsten Stand seit Januar 2018 erreicht haben. Januar 2018, da klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen. Da war der Hochpunkt erreicht, Steuerreform damals durch und dann hat man praktisch Gewinne mitgenommen in einer scharfen Abwärtsbewegung. Ist das dann eingemündet? Schauen wir uns noch ein paar Charts an, zum Beispiel diesen merkwürdigen Chart des Nasdaq 100. Wir sehen hier diese rote Kerze auf 4-Stunden-Basis. In kürzerer Zeitebene würde man das noch etwas klarer erkennen. Ging nach unten, dann ging es wieder nach oben, jetzt geht es wieder nach unten. Habe ich selten gesehen, eine solche Konstellation wie hier im Nasdaq in den Charts von Capital.com. Der DAX dagegen läuft ruhiger, ist gestern richtig ausgebrochen aus dieser Seitwärtsrange, jetzt über der 13.300er Marke, fehlt gar nicht mehr so viel bis zum Allzeithoch mit der beste Index in Europa. Man darf das nicht vergessen, auch wenn er natürlich deutlich hinter der Wall Street bleibt. Wir sehen Gold weiter unter Druck, 1.933 Dollar Stärke ist das große Thema, passt irgendwie nicht so zur Aktienrallye, weil Dollarstärke heißt eben auch, es gibt Dollarbedarf irgendwo und wir sehen den Euro-Dollar jetzt nur noch knapp über der 1,18er Marke hantieren. Also, das wird jetzt eine heiße Geschichte. Wir sehen diese Manie am Optionsmarkt, die jederzeit kippen kann. Wir sehen, dass der Dollar stärker wird. Wir sehen, dass die Volatilität hoch ist. Noch ist nichts passiert. Noch passiert nichts. Aber der Druck im Kessel steigt, könnte man sagen. Und der Tanz auf der Rasierklinge kann blutig enden. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen herrlichen Tag und sag Servus und Ciao.